Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Spielvorstellung oder kleinen Let's Play von Two Point Hospital. Ein sehr schönes Spiel, sehr witzig anzusehen und ich glaube, es macht Spaß. Man sieht, ich habe hier das erste Level schon gespielt und ich gehe jetzt einfach mal auf Fortfahren und wir gucken uns an, was man auf der zweiten Karte machen kann oder im zweiten Level, wenn man das so nennt. Ja, im ersten Mal schon 3 Sternchen bekommen und das Tutorial, das wollte ich einfach überspringen. Ja, also falls ihr euch dafür interessiert und das schon irgendwo gesehen habt, ja, jeder fängt natürlich bei der ersten Insel an, dann kennt ihr das schon. Und deswegen mache ich einfach mal hier die zweite Insel oder Level oder was auch immer. Mein Freund Werb, der hat das schon gespielt. Ruf 75, mal sehen, ob ich besser bin als er. Das kann ja wohl nicht angehen. Ich mache einfach mal los. Habe ich schon auf los gedrückt? Nee, los. Lower Bullocks. Expandiere durch die Gründung eines zweiten Krankenhauses. Ich hab's vor. Personalqualifikation. Ach, es geht immer noch weiter mit Tutorial. Willkommen in Lower Bullocks. Dieses reizende kleine Dorf hat ein riesiges Problem. Ein bedeutender Anteil der Bevölkerung hält sie für Rockstars. Dafür gibt es nur ein Heilmittel, die Psychiatrie. Nur Ärzte und mit Psychiatrieausbildung werden in der Lage sein, Patienten in Psychiatrie, das ist ein Zungenbrecher, zu diagnostizieren und zu behandeln. Und wir haben einen Moment, da fehlt Bonk. Wir haben einen solchen Arzt gefunden, aber du solltest weiterhin nach Bewerbern Ausschau halten, die Qualifikationen mitbringen. Okay. So, die haben jetzt hier schon ein bisschen was gebaut. Unser Krankenhaus sieht so aus. Relativ wenig Platz irgendwie. Also das erste Mal sagen, wie groß das ist. Und ein bisschen Wartebereich haben wir schon. Schöne Pflanze, sieht schön aus. Wir haben jemanden am Empfang sitzen. Und wir haben den Arzt, das ist er hier. Den können wir uns im Detail, kann man sich das nochmal angucken? Ist ja schon ein Detail. Wie heißt der? Von der Lippe? Ah, das ist Henry. Ich dachte, das wäre Jürgen von der Lippe. Ne? Das wäre natürlich schlecht, den jetzt hier zu haben, weil der ist nämlich seinerseits ebenfalls Hypochonder. Also das ist natürlich dann als Arzt nicht so gut. Wie kann man denn hier sehen, was der hat? Ist das hier? Ach, das ist die Psychiatrie. Okay, so sieht es aus. Hatte ich bisher noch nicht gesehen. Muss man den da rein? Arzt benötigt. Muss ich den? Hier. Bam. Ist das die Psychiatrie? Das ist eine normale Arztpraxis? Das ist noch gar nicht. Wir müssen erstmal das Zimmer Psychiatrie bauen. Das heißt, der darf da eigentlich... Ist egal. Also Zimmer. Psychiatrie. Die haben das auch so schick gebaut hier. Ne? Man baut natürlich selber immer irgendwie so rechteckig irgendwie so. Ne? Also zum Beispiel sowas. Noch eine Tür mit rein. Da muss ein Psychiatersessel mit rein. Den machen wir, wir brauchen wahrscheinlich eine Couch. Ne? Kann man das so ein bisschen so, ja, das kann man auch so ein bisschen schief hinstellen. Das muss natürlich so, ich glaube ein Aktenschrank, der darf auch nicht fehlen. Und ein Apfeleimer für Tücher. Das können sie dann beim Rausgehen dort in den Eimer werfen. Und ich bin auch für... Eine Uhr ist nicht so, ne? Yucca-Palme. Yucca-Palme ist immer gut. Und hier muss natürlich noch ein Schreibtisch hin. Aber den habe ich nicht. Ich könnte ein Bücherregal. Gibt es keinen schönen, dass man sagt, ein Teppich. Teppich ist auch gut. Ein Stuhl. Hm. Aber dass da so ein kleiner Schreibtisch dazu kommt, das, also ich meine, was ist denn das für eine Arztpraxis? Ein Kamin. Hm. Das ist schon der erste Verrückte. Okay. Der wurde jetzt wieder rausgeschmissen. Ne? Der ist natürlich nur so rumgetüdelt da, wo das noch gar nicht gebaut war. Wir wurden von Bungle Technologies kontaktiert. Dieses Unternehmen betreibt verschiedene Forschungskrankenhäuser im ganzen Land. Sie haben uns ein interessantes Angebot gemacht. Ihnen wurde das kürzlich Ihre psychiatrische Lizenz entzogen, wegen eines Vorfalls mit, naja, es ist wohl besser nicht ins Detail zu gehen. Sie beabsichtigen, Ihre Psychiatrie-Patienten sonst zu schicken und würden uns im Gegenzug den Kauf einiger Ihrer neuesten Technologien ermöglichen. Solange unsere Organisation keine Forschungslizenz hat, müssen wir wieder, ja, okay. Tatsache, Freddie Mercury, ist das geil. Hi. Es sind alles Freddie Mercurys.
Das feiere ich. Die Zähne. Die Klamotten. Der Schnurrbart, das ist der Hammer. Aber warum ist nicht Michael Jackson oder so auch? Der Hammer. Oh Gott, für mich ist das Ding schon gelaufen heute. So. Nächste. Und der hat auch einen Mikrofonständer. Der hat sogar das Mikrofon dabei. Also ohne Ständer, ne? Nur so der Stab da dran. Ach man, ich bin ein riesen Fan von Queen und Freddie Mercury. Das ist total genial. So, wir haben nur den. Ich wollte eigentlich einen Arzt noch einstellen. Schmutzfink, der Junge von nebenan, unmotiviert, Bad besser als Dusche. Energiegeladen, bringt immer was zum Naschen mit. Isobel, leckrig. Wir nehmen mal hier, man weiß ja nie was noch, aber wahrscheinlich kommen ja auch andere Patienten. Doch, es kommen auch andere. Was heißt denn hier, wir müssen Krankenhausstufe 3 erreichen? Okay. Gut, dann ich würde einfach. Was brauchen wir noch? Wollen wir noch eine Psychiatrie? Können wir die hier erstmal bearbeiten? So, das. Wenn das geht, ich würde es ganz gerne. Kann man das Fenster. Nee, das wollte ich nicht. Ich dachte, die muss wahrscheinlich gar nicht so groß sein. Und Aktenschrank, es ist nicht schlimm, man muss da nicht aufmachen. Wir brauchen weitere Diagnosezimmer. Wieso denn? Ach, die allgemeine Diagnose, deswegen wahrscheinlich. Warte mal, allgemein machen wir hier drüben. 3x3 muss das sein, das reicht mir so. Okay, dieser Easy-Scan muss da rein. Ein Untersuchungstisch. Aktenschrank ist immer gut. Und eine Uhr. Ah, hier, das Sehtest-Poster. Hungry. Anxious. Ach, das ist Werbung jetzt. Im Radio, ja. Cheesy Gubbins. Cheesy Gubbins. The snack for people with nothing to lose. This is Two Point Radio. Den Abfalleimer nehme ich weg. Ich baue dafür normal, also den etwas größeren Mülltonne hin. So. Ich baue auch ganz gerne da. Was? Und der sucht ja da die Mülltonne. Verbaler Durchfall. Wir brauchen eine Apotheke. Ich bin. Ach Mann, oh. Dass man die alles bauen muss. Können wir die ist, muss auch blöderweise 3x3 sein. Das ist natürlich eine Kackposition. Da machen wir einfach dann die Toiletten hinten. Kackposition. Ja, Mann, es tut mir leid. Kackposition. Halt, ich will das hier noch mit. Dann machen wir das nicht ganz so groß. Machen wir ein bisschen mehr Platz. Okay. Medikamentenmixer in der Apotheke. Können wir einfach so davor stellen. Aktenschrank kann ich schaden. Das ist immer ein bisschen Prestige. Ein Apfeleimer. Wenn Sie rausgehen, vergessen Sie nicht, Ihren Müll reinzuwerfen. Feuerlöscher ist auch nicht verkehrt. Am besten in die Ecke und schon haben wir Stufe 2 erreicht. Das reicht mir erstmal. Und dann da muss auch jemand arbeiten, nicht? Warte mal, das ist Krankenpfleger. Das steht hier. Krankenpfleger benötigt, genau. Ich nehme jetzt einfach mal hier Bernd. Bertie. Nachwuchspfleger. Einer hier. Ich hätte gerne noch eine neue Technologie. Upgrade für den Apotheken, Medikamentenmixer und den Easy-Scan für allgemeine Diagnosen. Wenn wir das Upgrade kaufen, verbessern wir ihre Leistungen und können dadurch mehr Patienten diagnostizieren. Ja, okay, mache ich. Ey, gerade habe ich das Ding hingebaut. Können wir hier. Was kostet das? 10.000?
Klar nehmen wir das. Aber ich würde eigentlich noch einen Pfleger einstellen. Mervin. Das sieht auch ein bisschen aus wie Freddy. Hat man hier arbeitet für einen Apfel und ein Ei? Hat man gern bei Picknicks dabei. So. Zufriedenheit wird repariert. Unser Nachwuchshausmeisterin in dem Fall kann Geister jagen. Sehr schön. Wahrscheinlich repariert hier das Ding. Ach so, nee, das ist das Upgrade, ne? Oh, das dauert aber. Aber ist mir recht. Zimmer, ich war noch. Ich würde. Toiletten. Ah, es musste auch 3x2 sein, Minimum. Wir machen hier das so. Waschbecken, bitte sehr. Ein Handtrockner, kriegen wir den noch unter? Man müsste die Reihenfolge ändern. So, gehen wir das noch dahin? Ja. Vergesst nicht, euren Müll rauszuwerfen, reinzuwerfen. Und da. Ein bisschen sowas fürs Ambiente. Reicht erstmal. So, die Toiletten, was ist mit denen? Darf das nicht dastehen? So. If ever you have found yourself at a loss as to the correct usage of the English language, you may enjoy my popular guide to... Ist das der DJ? Lautsprecheransagen, Effektlautstärke ist eigentlich so, Musik ein bisschen leiser, Gesamtlautstärke kann so. Okay. So. Es ist leider Englisch, aber es ist eigentlich ganz witzig, was die mal ansagen. Nur stört natürlich auch. Also, oh, das ist... Wusste gar nicht, dass eine Mülltonne auch negativen Einfluss hat auf die Ansehnlichkeit und so. Was ist das hier? Warteschlange 7, alles klar. Wir brauchen noch eine Psychiatrie. Ich guck gleich mal. So. Schränke grundsätzlich verdreht, wenn man die hier aus dem Lager holt und irgendwo hinbauen will. Yucca-Palme. Die Stufe ist gut. Ein Fenster. Kann, glaube ich, nicht außen. Ne? Die Außenwände kann man nicht verändern. Da weiß ich nicht, macht ein bisschen Prestige so, aber soll man da wirklich rausgucken können? Keine Ahnung. So, einstellen. Arzt mit Psychiatrie. Bernd. Brad, meine ich. Ich nenne dich Bernd. Du arbeitest jetzt da. So, und wird er geheilt? Ja, er wird geheilt. Ein Rock'n'Roll-Lied ist... So, er hier möchte gerne aufgenommen werden. Er hat müde Knochen. Es ist seine Krankheit. Station benötigt. Wartet noch 70 Sekunden. Oh, shit. Hab ich das gewusst? Brauchen wir schnell eine Station? Hier. 4x3. Warum ist denn das... ja, mal so Stationstür. Von mir aus. Ja, ich weiß, es darf nicht in die Ecke. Müssen wir dahin machen.
Die Stationsschwester arbeitet hier. Wir brauchen eine Umkleide dafür. Ich fürchte, wir brauchen noch eine. Klappt das so? Ist es noch zugänglich? Ah, shit. Ich habe zu spät gebaut. Na, hab nicht gesehen, dass wir in der Station. Ich würde noch ein paar Spinde dazu stellen. Der steht nicht an der Wand. Der steht vorm Fenster, das geht auch nicht. So, drei Spinde, zwei, vier Betten, das kann man natürlich so nicht lassen. Wer macht denn sowas? Die Lautsprecher durchsagen. This is general warning. Wollen wir noch einen Nachttisch hinstellen? Können wir uns das nicht mehr leisten? Shit. Na dann, die teilen sich das dann. So, wir brauchen einen Pfleger. Haben wir noch Kohle für einen Pfleger? Ja. Oh, Ellie, die ist sogar, die hat eine Fortbildung hier auf Stationsverwaltung. So. Sehr schön. Ach so, ein bisschen hier. Ich mach wieder Yucca-Palme rein. So. Und ein Poster. Gucken wir mal ganz kurz, wo sind hier die Ambiente? Wo war das? Welches? Was sieht denn hier wie Ambiente aus? Maintenance announcement. Bins will become full. Gibt's nicht. Attraktivität. Ach nein, echt. Das ist direkt das Erste. Wir haben kein Pausenzimmer. Ich weiß, wir haben aber gleich eins. Moment. Das können wir hier hinbauen. Können wir auch einen Sessel machen. Einen eigenen Getränkeautomaten. Ja, mit ein paar anderen Preisen. Und eine Klimaanlage vielleicht sogar. Mal gucken. Nicht, dass es nachher zu kalt ist. Eine Uhr. Das darf auch nicht fehlen. Und noch ein Blümchen. Die können wir so eine Pflanze hinstellen. Haben die eigentlich unterschiedliche Werte? Erhöht die Attraktivität? Nee, macht keinen Unterschied. Okay. Bei der Temperatur. Achso, ich müsste vielleicht bauen. Ja, es hat einen Effekt. Wird auf jeden Fall kälter. So, mal gucken, ob es denen dann zu kalt wird, ne, vielleicht. So, was haben wir denn noch? Stufe 4. Okay, wir besitzen zwei Gebäude. Wie, was? Erwerbe ein weitere Grundstücke. Achso, das geht auch. In der Topferei sind wir, Leute. Krass. 15 Leute warten hier schon. Wir brauchen weitere Arztzimmer.
Ah, das muss auch 3x3 sein. Das funktioniert doch so nicht. Also ich krieg's nicht symmetrisch hin, meine ich. Mal sehen, haben wir noch einen Arzt? Der was kann, meine ich. Will mehr Geld. Erzählt tolle gute Nachtgeschichten, nehme ich. Vollkommen in Ordnung, mehr Geld, kein Problem. Hier ist langweilig. Wir haben noch keine Snacks und so, ne? Oh, ein Zeitschriftenstand. Uff, der ist aber groß. Ach, hier wird richtig eingekauft. Das ist, da muss wahrscheinlich jemand arbeiten dann. Ja, Assistent, genau. Ozzy. Wo kann man denn Grundstücke kaufen? Das ist dann das hier? Spielplatz. Weg damit. Bauzeit 16 Tage. 25.000. Oder hier drüben. 50.000. 960 Quadratmeter. Man macht sich bestimmt unbeliebt, ne? Bei den. Das hier ist noch größer. Bei den Anwohnern. Egal. Hätte ich gern. Dauert eine Weile. So, was haben wir denn hier noch? Neue Krankheit, WC-Warzen entdeckt. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. WC-Warzen. Diese eklige Hautkrankheit wird durch schmutzige Toiletten verursacht. Sie kann durch einen teuren Medikamentencocktail aus der Apotheke geheilt werden. Oder durch Hexerei. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung hier entschicken, Apotheke. Okay. Eine Beförderung, Melissa, Nachwuchshausmeisterin, befördern. Ich befördere alle, egal. Errichten neue Gebäude, was ist hier? Achso, dass man außen was kaufen kann. Gebäude-Upgrades. Geräte können durch ein Upgrade leistungsfähiger gemacht werden. Haben wir schon gelesen, okay. Und Brad Schmatz, Chefarzt. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde diese ständige Todesfälle etwas deprimierend. Wäre es vielleicht möglich, ein paar Monate ohne Todesfälle zu überstehen? Herausforderung, schaffe 90 Tage ohne einen Todesfall. Zeitbegrenzung 180 Tage. Belohnung, mehr Zufriedenheit und 10 Kudos. Schaffen wir das? Ja, los. Entleuchtungsklinik benötigt. Patienten bitten zu fahren oder nach Hause schicken. Kriegen wir das jetzt hier noch gebaut? Wir bitten ihn zu warten. Gucken, ob wir hier die Entleuchtung. Das war, glaube ich, dumm. Wobei jetzt psychiatrisch geht's eigentlich, ne? Wir brauchen das hier gar nicht mehr. Und dann bauen wir uns die Entleuchtung. Was muss da noch rein? Abfalleimer. Ich brauche immer Abfalleimer. Ganz wichtig. Und eine Palme. Und was auch nicht fehlen darf, ist ein Zeitschriftenständer. Aber auch einen kleinen Süßigkeitenspender. Das kann man hier hin machen. Broschüren haben wir schon. Und Snacks hatten wir auch schon. Oder waren das Getränke hier? Getränkeautomat. Wir machen Salz-Snack. Den können wir hier hinbauen und einen normalen Snack. Vielleicht hier hin. Ein bisschen dichter an die Wand ran. Geht das?
So, und einen schönen Mülleimer davor. Können die gleich ihre Papierchen loswerden. Und ich würde aber noch vorsichtshalber einen Trinkbrunnen. Ist der, macht der ein schönes Design vielleicht? So, es sind immer noch ewig viele Leute hier in der Warteschlange. Was halt der Töpferei benötigt, der wird noch 200 Sekunden warten. Töpferei benötigt. Wann ist denn das da hinten fertig? Oh, das ist schon fertig. Okay. Dann, Barbershop-Quartett, was ist das? Nach einer Reihe von übermäßig höflichen und positiven Kommentaren zu Karaoke-Auftritten sind einige Personen an Rock'n'Rollity erkrankt. Die Familien der Betroffenen wollen sie nun behandeln lassen, sollten wir erfolgreich behandeln. Winkt uns eine Belohnung. Jetzt 4 Stück innerhalb von 180 Tagen, ja. Wenn wir Platz haben. Jetzt bin ich nur das Ding hier losgeworden. Aber ich kriege ja schon hin. Sie sind hier, die ganzen Verrückten. Zimmer, was brauchten wir? Eine Töpferei? Die muss 4x4 sein. Tja, gut. Oh, das ist tatsächlich ziemlich groß. Wo ist denn vorne hier, ne? Das wäre noch besser hier aufgehoben in der Ecke. Ist wohl irgendjemand gestorben gerade, wo wir die Herausforderung angenommen hatten, dass vielleicht mal ausnahmsweise keiner stirbt. Topfschmerzen, ja. Unsere Ärzte haben einen Patienten mit Topfschmerzen diagnostiziert. Er fordert euch Topfrei. Du sollst vielleicht ein solches Zimmer. Habe ich doch. Ein Problem. Beförderung für Pflegeschüler. Marvin. Mach mal. Und Ossi, der Knallkorb, ist jetzt Assistenzpraktikant und ist Nachwuchsassistent. Okay. So, gehen die von alleine rüber? Ja, ne? Wenn hier jemand arbeiten würde, ein Arzt muss da arbeiten. Wir brauchen weitere Ärzte. Die Frage ist, ob wir noch der hier. Ich würde den erstmal irgendwo hinsetzen. Wo läuft denn die Zeit für die Leute hier ab? Von der Begutachtung. Beeindrucke den VIP mit einem tollen Krankenhaus. Hey, Herr Jobsworth hat uns nach seinem kürzlichen Besuch einen Bericht geschickt. Er umfasst 30 Seiten, also haben wir ihn nicht durchgelesen. Aber hier ist das Fazit. Eines der besseren Gesundheitsinstitute des County hat das Potenzial, ein Liebling der Krankenhauskenner zu werden. Gute Arbeit aus der Feder einer der einflussreichsten Personen im Gesundheitswesen des County bedeutet das eine Menge. Okay. Geld für uns, neue Krankheit, Portishead entdeckt. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt, Portishead. Betrifft Körper und Geist. Einst wurde angenommen, dass durch Seeluft verursacht wird. Nun steht fest, dass die Krankheit hauptsächlich Personen befällt, die in Portishead leben. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung hier in schicken Stationen. Okay. Wer ist es denn? Diagnose benötigt? Die liegt hier im Bett ohne eine Diagnose, kann das sein? Ah, hat sie bekommen. Chloe hat jetzt aber einen Termin in der Arztpraxis. Leidet an Übelkeit. Gesundheitspreis. Ich bin gespannt. Ich mache einfach alle auf. Ja, geht's ein bisschen schneller. Arzt des Jahres, Arbeitgeber des Jahres, Patientenpreis. Sehr schön. Ohne Tode? Nein. Krankenpfleger? Nein. Okay, ich glaube, das war's für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefällt. Daumen hoch und schon wieder eine halbe Stunde. Oh, krass, wie die Zeit vergeht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.